McGregor spricht über den Untergang Deutschlands. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut und ich küsse eure Zirbeldrüsen. Wir gehen in ein Video rein, mal wieder von der Chrissy, welches heißt McGregor spricht über den Untergang Deutschlands. Germany it out, man. Ich bin gespannt, was hier passiert. Ich bin gespannt, was erzählt wird. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben und den Kanal abonnieren. Wichtig und richtig. Und jetzt geht der Peter los. Let's go. Douglas McGregor geht auf die Katastrophe ein, auf die Europa und vor allem auch Deutschland zusteuert. Hallo meine Lieben, Douglas McGregor ist ein US-amerikanischer Colonel. Colonel, was bedeutet Colonel? Ich vermisse das alte Intro von Chrissy, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy und ich fand das lustig, ich fand das süß. Er über die derzeitige Situation in einem Interview mit Redacted spricht und dabei geht er auf wirklich ganz, ganz wichtige Dinge ein und vor allem, diesmal betont er eben auch Deutschland, wie... Was ist Colonel in der US Army? A Colonel is a senior officer in an Army, Air Force or the Marines. Ah, okay. Air Force or Marines. Understand? Deutschland fast schon als Mittelpunkt in Europa darunter leidet. Und all das schauen wir uns in diesem Video an. Also schau es dir von Anfang bis Ende an. Er geht auch ganz genau darauf ein, wie die Situation in der Ukraine... Colonel, das habe ich schon mal in Spanisch gehört. Warte mal, ich will noch mal kurz gucken, was es auf Deutsch ist. Was ist Colonel in Deutsch? In der Truppenhierarchie steht der Colonel über den Leutnant. Colonel entspricht in Deutschland dem Oberstleutnant. Leutnant! Und unter dem Brigadier General. Okay, verstehe. Also basically einfach ein Soldat. Ukraine ist, wie viele Todesfälle es gibt, wie die Offensive gerade läuft, was hier gespielt wird und vor allem am Ende dann auch noch darauf, was möchte Amerika, also die USA, damit erreichen, beziehungsweise wie sieht der zukünftige Plan aus, wann hat das Ganze ein Ende? Und was er dazu sagt, das ist wirklich richtig, richtig heftig. Also wie gesagt, schau es dir an und wenn du weitere derartige Informationen immer wieder aktuell hören möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du wirklich kein einziges Video verpasst. Denn hier auf diesem Kanal gehe ich auf Themen ein, die in den normalen, sage ich mal, westlichen Medien nicht gehandhabt werden, weil das ja möglicherweise Theorien sind, die sich dann doch bestätigen als die Wahrheit, weil das eben in westlicher Sicht nicht gerade gehört werden möchte. Ja, das ist offizielles Schwurbeln, meine Süße. Ich feiere dich dafür. Aber beginnen wir das mal uns anzuhören, was er dazu zu sagen hat. Ich übersetze es dir. Er hat das Ganze in englischer Version natürlich gesagt und deswegen umso wichtiger. Andrew sagt, ich frage mich eh, was die Amis noch hier wollen. Deutschland ist der Mittelpunkt von Europa, Bro. Die müssen ihre Finger da auf jeden Fall im Spiel haben, damit die so ein bisschen das alles auch ein bisschen kontrollieren können. Weißt du, wie ich meine? So. Dass wir auch hören, was Militärexperten wie ein McGregor dazu zu sagen haben, die sonst nirgendwo auftreten dürfen. Die erste Frage, die ihm gestellt wird, ist, seit Beginn der Gegenoffensive der Ukraine sind laut russischer Seite um die 71.000 ukrainische Soldaten gefallen, was bisher aber nicht wirklich etwas gebracht hat. Und was, wie sieht seine Meinung dazu aus? Es klingt sehr plausibel, denn vor circa 4 Wochen zählte man schon über 60.000 Tote. Diese Zahlen basieren von gezählten Leichen, Satellitenaufnahmen, Zahlen von Krematorien. Ich kann nur sagen, dass es plausibel klingt. Ich selbst kann es nicht zu 100% sagen. Ich würde sagen, dass die Zahlen der russischen Seite weitaus näher an der Wahrheit sind als die der Ukrainer. Die nächste Frage, die ihm gestellt wurde, war General Mark Milley. Sagt nämlich, dass die Offensive der Ukraine gute Fortschritte macht. Ja, tatsächlich, das sagt er. Er hat auch die Zuversicht, dass die Ukraine in den nächsten 45 Tagen einen großen Durchbruch erzielen werde. Ob er auch der Meinung ist? Ich frage mich, wie das ganze Thema enden soll. So. Also was das Ziel ist, weißt du, was ich meine? So, was ist denn das Ziel, außer Geld? Geld machen. So. Weil natürlich der militärisch-industrielle Komplex verdient extrem viel Geld mit diesem Konflikt. So, weil immer wieder neue Waffen produziert werden, immer wieder Dinge verkauft werden können, immer wieder Sachen darüber geschickt werden von den ganzen UN-Staaten. Und
Ja, Digga, das wird ja immer angefeuert. Das wird ja immer angefeuert die ganze Zeit, gerade von der westlichen Welt. Aber was ist denn das Ziel der Sache? Weißt du, was ich meine so? Wie soll das enden? Wie soll das ausgehen? Das kann mir das einer von euch erklären so? Oder hat jemand von euch ein Szenario, wie das enden könnte, sollte, müsste? Weil wenn es nicht langsam aufhört, dann kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass es das irgendwann in einem richtig noch in einem Konflikt endet, der auch sich noch verbreitet. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht unterstützen die Amis bei einem Weltkrieg sogar, wer weiß. BlackRock verdient bei der Zerstörung und dem Wiederaufbau. Das habe ich auch schon gehört, Unterhose. Ich bin halt überzeugt davon, dass man hätte auch deeskalierend handeln können. Deeskalierender handeln können. Gerade von jetzt auch deutscher Seite zum Beispiel. Weißt du? Man muss nicht unterstützen. Man muss keine Waffen dahin senden. Weil mehr Waffen bedeutet längerer Krieg. Mehr Menschen sterben. Konflikt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konflikt sich löst, wird geringer. So. Und wir hätten als Europa nicht einfach nur die Amerikaner unterstützen sollen, weil die Amerikaner haben natürlich ein Rieseninteresse daran, Russland zu schwächen. Die Amerikaner und die Russen kämpfen schon lange gegeneinander, das wissen wir alle. So, weißt du? Und wir als Deutsche sind quasi mittendrin. Und wir wurden auch teilweise sogar angegriffen von den Amerikanern, wenn man es Hand aufs Herz legt. So. Also diese Pipeline-Sprengung von Nord Stream, so, das ist für mich mittlerweile auf jeden Fall, safe, dass die Amerikaner da involviert waren und es hat einen direkten negativen Effekt auf die deutsche Bevölkerung und auf die Industrie in Deutschland gehabt. So. Und der Bundeskanzler hat nicht mal irgendwas dagegen gesagt. Da merkst du, dass wir nicht wirklich souverän sind. Wir können nicht wirklich unsere eigene Entscheidung treffen. Und wir können auch nicht wirklich deeskalierend wirken, wenn wir eh die Sachen machen müssen, die Amerika uns aufträgt. So. Mehr oder weniger. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist es halt, ja. Ob da ein Ende in Sicht ist, weiß ich nicht, sage ich dir ehrlich. Wer auf Mark Milley hören möchte, kann es gerne machen. Die US-Regierung braucht jemanden, der in die Öffentlichkeit tritt und genau das bestätigt, was die Regierung hören möchte. Das, was Milley sagt, ist weit weg von der Wahrheit. Das, was die Ukraine da gerade macht, ist eine Katastrophe. Sowohl die Soldaten als auch die Equipmentverluste. McGregor sagt, die Ukraine habe keine Männer mehr und keine Zeit mehr. Er sagt auch, dass der russische Präsident Putin im eigenen Dann ist es doch nur noch eine Frage der Zeit, bis wir auch Truppen dahin schicken, oder? Naja, die Ukraine hatte zu Beginn einen Friedensvertrag vorliegen. Putin hatte ihn veröffentlicht. Ja? Ja, aber es geht nicht um Frieden bei der ganzen Sache. Das muss man halt doch sagen, so wie es ist, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich irgendeine Seite Interesse an einem Frieden hat, so. Die Söldner sind schon zahlreich in der Ukraine. Unter Druck steht, einen Angriff mit einer Aber warum will Polen jetzt mitmischen? Polen will jetzt mitmischen, sagst du? Gesamtstärke von 300.000 Soldaten zu Wird schon in vielen europäischen Ländern gemacht. anstatt seinen Zurückhaltungsansatz zu verfolgen, der derzeit Europa und die NATO ausbluten lässt. Politiker und Generäle reden auf Putin ein, dem Und wer trägt, weil, also Europa trägt halt den größten Schaden auch, ne? Und Deutschland unter anderem auch Riesenschaden durch diesen ganzen Krieg. Amerika macht nur Money damit. Und wir leiden darunter im Endeffekt so, weißt du? Alleine energietechnisch. Und das ist auch eine Sache, wo glaube ich, die Staaten auch ein Rieseninteresse daran haben, dass wir uns nicht, dass wir keine gute Beziehung zum Beispiel mit Russland haben, weißt du? Als Deutschland. Wenn wir die Beziehung mit Russland gestärkt hätten, dann wären wir definitiv auch ein noch ernstzunehmender Player im Game gewesen, mehr oder weniger so, weißt du? Industrietechnisch alleine. Mit der Energie und so. Und ich glaube, das wollen die auch vermeiden. Ich glaube, da haben die, also da haben die Amerikaner ein Rieseninteresse daran, dass wir nicht näher kommen, dass wir uns nicht nähern mit Russland, vor allen Dingen. Ein Ende zu bereiten, solange die Russen einfach nur in der Verteidigung hinter den Deutschland hat weltweit den höchsten Strompreis. Echt jetzt, ja? Linien sitzen, wundern sich die Menschen immer mehr, dass die sie möglicherweise nicht in der Lage sind, die Ukraine richtig anzugreifen. Und dann geht es hier in die deutsche Richtung und was Das würde ich jetzt mal kurz googeln wollen an der Stelle. In Bermuda war der Strompreis für private Haushalte im Juni 2022 im weltweiten Vergleich am höchsten. 54 Dollar Cent mussten Einwohner pro Kilowatt zahlen. Welches Land hat weltweit den höchsten Strompreis? Rangliste weltweit. März 22. Okay, das sind nicht 23, ne?
Aber Dänemark Platz 1, Deutschland Platz 2. Zeig mal, komm. Ich höre mal Amerika. Wo ist Amerika? Platz 18, Digga. Wo ist Russland? Bro, Platz 23. Crazy. Also Europa ist am geficktesten. Guck mal, Deutschland, Dänemark, Spanien, Vereinigtes Königreich, Italien, Irland. Bruv, die ersten 6 Länder, aber schön europäische Länder. Europe is going down. Deutschland eigentlich selbst dabei antut. Denn McGregor hat selbst einen Artikel veröffentlicht, den möchte ich dir ja auch einblenden. Und da ist eben die Frage gewesen, was ist denn die Strategie des Westens? Was hat er hier in seinem Artikel geschrieben und was betrifft hier hauptsächlich Deutschland? Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Unterdessen schwächen die Sanktionen der beiden Regierungen den kollektiven Westen weiterhin ernsthaft. Die europäischen Volkswirtschaften rutschten in eine Rezession. Die deutsche Wirtschaft, die größte in der Eurozone, stagniert das dritte Quartal in Folge. Im Jahr 2022 produzierten die deutschen Automobilhersteller fast 40% weniger. Also das wird wirklich langfristigen Effekt auf unseren Wohlstand in Deutschland haben. Sage ich euch ehrlich so, wie es ist. Also das wird auch mit den Jahren nicht besser werden. So, ne? Also ich glaube, das ist dann auch erst der Anfang. Was dann noch langfristig passieren wird, wenn wir jetzt schon 40% weniger in der Automobilbranche am Start sind, was unser größter Industriezweig auch ist, oder? Fahrzeuge als noch vor 10 Jahren. Mit den Worten eines der führenden Industriellen Deutschlands. Passt schon. Die Deindustrialisierung Deutschlands begonnen. Es sind jedoch der Stellvertreterkrieg Washingtons mit Moskau und die Auswirkungen des Krieges auf dem Schlachtfeld, gepaart mit den wirtschaftlichen Folgen, die das Machtgleichgewicht zugunsten Moskaus verschieben. Open-Source-Informationen zufolge deuten die ukrainischen Verluste darauf hin, dass ukrainische Soldaten mit einer Rate getötet werden, die mit der Erfahrung im Ersten Weltkrieg vergleichbar oder sogar noch höher sind. Schätzungsweise 1,7 Millionen Soldaten der russischen Armee in 3 Jahren der Kämpfe aus allen möglichen Gründen, die starben. Dennoch. Boah, Alter, das ist. Muss auch mal sich auf die Zunge zergehen lassen, wie lange dieser Konflikt auch schon geht, wie viele Menschen da gestorben sind. Ey, auf beiden Seiten Rest in Peace auf jeden Fall an der Stelle. Und dann muss man gucken, wer davon profitiert. Es gibt echt Menschen, die einfach über die Leichen einfach drüber jumpen. Wegen Cash. Müssen die Europäer bald entscheiden, ob sie den Rest ihrer jeweiligen nationalen Souveränität und wirtschaftlichen Gesundheit im Namen der NATO opfern oder die Hilfe für das Zelensky-Regime aussetzen und direkt mit Moskau verhandeln. Die gesamten europäischen Beiträge zum Stellvertreterkrieg sind mit etwa 167 Milliarden US-Dollar höher als der Beitrag Washingtons. Und es geht noch weiter, fügt hier noch einiges hinzu, was die Ziele von Washington, von den USA überhaupt sind und vor allem, wie das alles ausgehen soll. Und jetzt pass wirklich auf. Das ursprüngliche Ziel Washingtons war es eigentlich, Russland ausbluten zu lassen. Russland militärisch und wirtschaftlich durch Sanktionen zu schwächen. Und die Sanktionen haben uns mehr geschadet als Russland. Das muss man auch mal so sagen, wie es ist. Muss man überlegen. Das war absurd und genau das Gegenteil ist geschehen. Putin hat ein Studium in Ökonomie und er beobachtet das Ganze genau, wie die Wirtschaft der USA einbricht. Aber vor allem geht es Europa am schlechtesten. Sie stürzen in eine Rezession, wenn nicht sogar Depression. Und das bringt das Ganze zum Ende. Wir alle wissen, dass die Ukraine bald kein Manpower mehr hat. Sie wollen inzwischen, dass alle europäischen Länder ukrainische Männer ausliefert. Polen hat damit begonnen. Aber bevor man heimgeht und dem eigenen Volk erklärt, wir haben Mist gebaut, das war unsinnig und dumm von uns, macht man lieber weiter und weiter und hofft auf das Beste. Ja, das ist krank, Mann, ey. Da lässt man weiter Menschen sterben. Was heißt es, dass die ausliefern und Polen hat damit begonnen? Also, dass quasi die ukrainischen Männer nach Polen fliehen oder was? Oder was? Wie kann man das verstehen? Ja, und das Beste ist, dass es nicht zum besten Fall kommt, sondern du siehst, wie es weitergeht. Die Wirtschaft bricht ein, du siehst, was mit Deutschland vor sich geht, es kommt eine Krise nach der anderen. Meiner Meinung nach
ist das alles ja genauso gewollt, wie es gerade abläuft. Und nicht so, dass es überraschend ist, jeweils ein Land. Denn wir sind schon weit weg davon, dass es sich um ein Land geht, das irgendeine einzige Fehlentscheidung trifft. Safe. Zufälligerweise machen es all die anderen Länder genauso nach. Und zufälligerweise möchte man für die ganze Welt etwas ganz Neues etablieren. Nein, nein, die arbeiten in Verbünden. Hundertprozentig. Also wer glaubt, dass es nur um Ukraine und Russland geht, ich merke Latten im Zaun. Nein, alle ukrainischen Männer auch im Ausland müssen in den Krieg. Auch im... Ah, okay. Das heißt, Männer, die ukrainische Wurzeln haben und in Polen sind, müssen jetzt zurück in die Ukraine kommen, sagst du? Lieren. Fuck that shit, bro. Alle Ukrainer, die gerade zugucken, kommt nach Mexiko, macht nicht mit bei der Scheiße. Das ist nicht euer Kampf. Ganz gesamte weltweite Agenda durchführen. Und deswegen denke ich, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das genau so passieren soll, eine Krise nach der anderen sich einreiht und genau durch solche Entscheidungen das genau passiert und genau durch Entscheidungen, dass dieser Krieg aufrechtgehalten wird, dass Russland eben nicht eine große Attacke macht und alles vorbei ist, sondern dass es... Nicht Wurzeln, Passport oder was? Passport? Wahrscheinlich, ne? Peu à peu geht und alle anderen in Mitleidenschaft gezogen werden und dann Systeme eben impliziert werden können aufgrund der Situation, dass man sich in einer Krise befindet. Und das ist meiner Meinung nach das, was gerade jetzt alles passiert und stattfindet. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, schaut, dass ihr da irgendwie ansatzweise rauskommt, denn es wird nicht besser. So wie du gesehen hast, so wie die Experten, die sonst eigentlich nicht zu Wort kommen, das auch wirklich prognostizieren. Und nicht die anderen, die sagen, ja, läuft alles gut, Offensive, alles super, alles so, wie wir es geplant haben. Und dann sieht man ein Jahr später, irgendwie hat sich gar nichts getan. Aber dann heißt es, ja, Deutschland ist schuld, weil die liefern zu wenig oder sonst was. Also ja, irgendwie sich wieder schlecht fühlen und ja, das ganze Spiel am Laufen halten. Und deswegen sage ich, also schaut wirklich, dass ihr irgendwelche Lösungen für euch findet. Meine Lösung, absolut finanziell unabhängig und frei zu sein, flexibel zu sein, auf der ganzen Welt leben zu können, die Welt auch zu bereisen, zu sehen, wo sind meine Eckpunkte, was passiert gerade in meinem Land, wie sieht die Zukunft aus, worauf muss ich achten, was muss ich alles schauen. Und das beginnt eben, wie gesagt, mit der finanziellen Freiheit. Das ist die Lösung für mich, das ist die Lösung für unsere Kunden. Wenn du hier auch eine, ich sage mal, schnelle Lösung, eine Zusammenfassung, eine Ausbildungsakademie suchst, die dir dabei hilft, dann kommst du natürlich zu uns und schaust unten vorbei in der Videobeschreibung, kostenloses Erstgespräch. Come to Tulum, meine lieben Freunde. Come to Tulum. Oder wo auch immer, Alter. Aber die macht schon einen wichtigen Punkt. Also finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit und auch die Möglichkeit zum Reisen und woanders zu leben ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und wird, glaube ich, in Zukunft auch immer wichtiger werden. Wer weiß, inwieweit sich der Krieg noch ausbreiten wird. So, weißt du, man muss echt heutzutage für alles gewappnet sein. Die meisten Dinge, die in den letzten 2 bis 3 Jahren passieren sind, hätte keiner von uns gesehen kommen können. So, wir waren nicht darauf vorbereitet, so, weil wir uns nicht gedacht hätten, dass sowas überhaupt passieren kann. Aber seit 2020, seitdem die Pandemie um die Ecke gekommen ist, so glaube ich wirklich daran, dass alles passieren kann und zwar von heute auf morgen. Und dafür muss man schon irgendwie gewappnet sein, Freunde. Ich küsse eure Zirbeldrüse, schreibt eure Gedanken zum Video unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.